Und damit hallo und herzlich willkommen hier gerade auf einer anderen Location bei Borderlands 1 mit dem Zero natürlich wieder. Beziehungsweise was heißt andere Location? Wir sind wieder im Kraftwerk. Wir haben uns nämlich gefragt, wie wir zu den Lootkisten kommen. Dann haben wir einfach mal auf die Karte geguckt. Wir müssen im Prinzip einfach hier links von dem Kraftwerk aus. Und haben, glaube ich, wie lange haben wir jetzt gebraucht? 10, 15 Minuten, um wieder das Kraftwerk zu finden. Genau. Zwischenzeitlich haben wir uns getrennt und einfach mitten auf dem Weg wiedergefunden. Fand ich auch sehr klasse. Ja, es war irgendwie echt lustig. Also. Ah, schön. So, wir haben es jetzt geschafft. Ein Weg, den wir noch nicht kennen. Hier, guck mal, Zero, das ist doch prädestiniert für dich hier. Guck mal. Spring mal runter. Hier ist bestimmt halt ein Loot. Im Himmel. Moment. Nee, ich dachte gerade, das wären diese Steine, wo die Lootkiste oben drauf stand. Das wär's ja gewesen. Aber hier sind die gleichen Vögel. Mit einem typischen Säule. Wo seid ihr da? Sind die alle ziemlich heimtypisch. Widerliche Mistviecher. Lootkiste! Hoffen wir mal, dass er in den Lootkisten gutes Zeug ist, sonst war das alles umsonst. Ja, definitiv. So, was haben wir denn hier? Müll und noch mehr Müll. Das freut uns doch. Das ist. Komm. Aber die Lootkiste, die wir gesehen haben, die musste jetzt aber das Nonplusultra drin haben. Hier oben meinst du? Genau. Pass auf, man, jetzt laufen wir hier lang und fallen einfach nur runter, ohne zur Lootkiste zu kommen. Ja. Nee, ich seh die Brücke. Aber dann wissen wir ja wenigstens so halbwegs, wo wir wieder lang müssen. Und wenn das wieder eine halbe Stunde dauert. Ah, ach, und jetzt klappt die Brücke runter. Ja, toll. Andersrum konnten wir es nicht triggern. Ey, nee, ne? Super. Ey, nee. Damit hab ich nicht gerechnet. Ey, nee. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Komm, geh wieder nach Hause. Geh mal wieder nach Hause. Wir müssen aber noch ein paar Dingens hier sammeln, ne? Ja, aber die finden wir bei den anderen Quests. Ja, stimmt. Aber wo andere Quests? Wie wär's mit einer anderen Quest? Ja, aktivier doch. Ach nee, ich muss ja aktivieren. Ich bin ja doch Host heute. Größtenteils haben wir hier noch. Ach nee, das sind ja die Komponenten und beweise dich. Einen einzigen brauchen wir noch. Bei größtenteils. Okay. Vielleicht finden wir auf dem Rückweg jemanden. Einen einzigen? Bei mir sind es noch fünf, aber okay. Nee, ich brauche nur einen. Und wir haben noch beweise dich. Schwarzes. Ach nee, The Underdome, das ist ja von Maxis. Genau. Ich weiß nicht, wie kommen wir zurück? In die Richtung. Bist du dir da ganz sicher? 100%ig sicher. Wenn das nicht sicher ist, Kollege, dann tauschen wir die Kanäle. Okay. Zero, wir müssen nochmal in die andere Richtung. Warum? Damit wir uns verlaufen. Also. Ich, da ist der Ausgang, alles ist gut. Aber wir können tatsächlich einmal kurz in die Mitte laufen, um die letzten 5 zu sammeln. Ja, das wäre cool. Jedenfalls, wenn hier irgendwas respawned ist. Ja, du gehst mal da unten lang, ich geh oben lang. Okay. Dann kriegen wir schnell die Quest dann rum. Und verlaufen uns wieder. Glaube ich nicht. Also da hinten liegt noch was Grünes. Das sieht lootmäßig aus, wie questmäßig. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft. Nö. Ja, toll. Eine so Rifle mit 124 Schaden, wenn du möchtest. Oh, ja, hallo. Ich hab gerade daneben gestanden. Soll ich die mal ausspucken? Ja, bitte. Hab nicht gesehen, dass du da kommst. Ist ja wie Weihnachten. Nee. Na gut, ihr spawnt nichts. Laufen wir zurück. Okay. Wir werden bestimmt gleich noch eine Quest bekommen. Ja, ich denke auch mal. Dass wir dann noch irgendwas bekommen. Wo wir noch die restlichen Sachen kriegen. Droppen, farmen, was auch immer. Tralali und tralala. Dann können wir wenigstens noch mal ein paar Sachen verkaufen hier, wa? Genau. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Dauert noch ein bisschen. Hast du wahrscheinlich Unmengen gefarmt, wa? Ohne Ende. Bekommen. Ohne Ende. Und los. Und da springe ich wieder.
Und diesmal habe ich beide Knöpfe gleichzeitig gedrückt, weil dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ich wirklich drauf drücke. Hat ja funktioniert. So, zurück in der Stadt. Wollen wir erstmal die Quest abgeben? Ja, wir kriegen ja sonst keine neue wahrscheinlich. Ja gut, hätte ja sein können, dass jetzt vielleicht noch irgendwo eine andere aktiviert ist oder so. Nee, das wäre jetzt eine Main-Quest. Wir haben ja gerade den Boss umgebracht. Gerade, sage ich schon, gestern. Und ja, das ist die Loot-Kiste und so Kram. Aber die haben wir schon mal eingesammelt und da war schon mal Scheiße drin. Ich denke mal, da wird nochmal Scheiße drin sein. Scheiße! Teil sich immer Scheiße. Aber wir kennen uns jetzt mittlerweile in der Stadt aus, weil wir hier eine Folge verbracht haben. Das ist das Gute daran. Ja, das stimmt. Ja, da oben ist ja noch meine Lootkiste. Aber die lasse ich da auch mal Lootkiste sein, weil da war letztes Mal auch nicht so viel drin. So toll ist. Außerdem kommt man da echt kacke hin. Willkommen. So, Operation Trap, Clap, Trap, Trap. Weiter zu Phase 2. Oh, 688. Unsere Aufklärung meldet, dass der Feind eine Fabrik in der Nähe hat. Eine Fabrik finden. Um eigene Claptraps zu bauen und zerstören die Fabrik. Dies ist eine klare Verletzung zahlreicher Patente und Urheberrechte von Hyperion. Außerdem bauen sie eine Roboterarmee. Nee. Was auch nicht toll ist. Oh. Lassen Sie die Brücke runter, dringen Sie in die Fabrik ein und legen Sie sie still. Doch. Und bitte alle Quittungen aufheben, sonst gibt es keine Kostenerstattung. Ja, wenn wir einkaufen gehen, können wir uns behalten. Ende der Pause. Merke ich mir. Zurück an die Arbeit. Bereit für so, wir müssen. In welche Richtung müssen wir denn? Oh, die Straße entlang. Bahnschienen. Stimmt. Der Laden. Für die Wumm. Wo war der nochmal? Welchen Laden wolltest du? Für die Wumm. Wumm? Was für Wumm? Kabuff, Knarre, Puff, Puff. Der war doch hinten bei dem Dingens hier, war der doch. Wieso sind hier auf der Rückseite zwei Läden? Läden? Ah, schon oder was? Hä? Okay, ich bin verwirrt. Definitiv. War da wenigstens was Cooles drin? Nee, war nichts. Hier Bum Bum und so, das war doch hinten bei der Bar, oder nicht? Da, wo die gesessen haben, oder spinne ich gerade? Hier war doch irgendwo was. Oder? Nee. Crazy. Er muss doch hier gewesen sein. Aber was solltest du denn da? Ach, hier ist ein Knarrenladen. Ich hab ihn gefunden. Ach so. Das war eigentlich nicht damit gemeint. Ein wundervoller Tag auf Pandora. Nun, abgesehen von der mechanischen Katastrophe. Hä? Hatten wir doch schon mal. Stimmt. Das ist eine neue Quest für uns. Brennendes Gummi. Sammle 6 gut aussehende Reifen für Markus. Meinetwegen. So, ich wollte nur eine Wumme gucken. Schrotter? Das ist eine Terrible Shotgun mit 131 mal 9. Mhm. This is nice. Mhm. Nimmst du so oder soll ich es nehmen? 15 Sekunden, einer muss sie jetzt kaufen. Eins. Ha! Level 40 muss man sein. Oh Gott. Ja. So, 2 Sekunden waren wir noch. So, was haben sie jetzt? Ja. Nichts. Naja, 153 Schaden für eine Pistole. Plus 2 Magazingröße. Waffenzoom, Rückschussverringerung. Oh. Also meine hat 199, die du mir gegeben hast. Ja, gut. Sniper 367. 497 Sniper. Ist aber auch, glaube ich, nicht so gut wie meine hier, ne?
Doch, die macht sogar mehr Schaden als meine. Ist aber sehr langsam. Naja, ich behalte erstmal meine. Ich hab keinen Claptrap gefunden. Einer, der unsere Hilfe braucht. Das ist bestimmt eine Falle. Ich weiß nicht, da zeigt ein Pfeil drauf und du musst selber herkommen und dir das angucken. Ich vertraue der Nummer auf jeden Fall nicht. Sie sieht mir klar nach einer Falle aus, ja. Moment, ich bin gerade unterwegs, ich komme. Ich wollte eigentlich dir den Weg ersparen und schon mal draufdrücken, aber habe ich den Claptrap hier gesehen mit dem Weg, der hier zur Seite geht. Da, guck dir das Schild an. Ja, ja, das Schild habe ich gesehen. Der Claptrap braucht unsere Hilfe angeblich. Ja, und da wird uns versprochen, dass wir eine Kiste voller Waffen bekommen. Ich weiß ja nicht. Bleib mal oben. Das ist Claptrap. Reparier den defekten Claptrap. Ich sehe das, bleib da unten, bleib da unten. Das ist doch viel zu einfach. Ja, irgendwie. Warte, da das stimmt da nicht. Okay. Er steht wieder. Ja. Ja, es war eine Falle. Ja! What the fuck? Ah, da kommt jetzt die Kleine. Ah! Ich komm auch runter. Ja, dann haben wir ein bisschen gelöst. Oh. Die Pistole, ist das was für dich? Ja, es bringt aber nichts. Ah, hier ist eine Blutkiste. Ah! Was ist das? Das ist Claptrap. Sehr gut, Tragekapazität, cool. Irene? Und somit haben wir mehr Tragekapazität. Ja, ist auch cool. Ich bekomme mich ja jetzt kaum noch voll. So, hier ist noch eine Kiste, aber hier ist noch Munition drin. Also nichts Schönes und so weiter, aber das war so klar, dass das, dass das eine Falle ist. War auch viel zu einfach. Aber trotzdem irgendwie lustig. Ja. Wo lang das Reparaturset? Ja. Warte, wollen wir erstmal zu Tannis? Können wir auch machen, ja. Weil nachher gibt sie uns eine Quest, die besagt, dass wir 150 Teile finden müssen. Dann sind wir Marsch. Ja, wahrscheinlich. Weißt du, wie ging es hier zurück irgendwo? Ich glaube, das war hier hinten rechts hinter den Häusern. Warte, da, wo das Ausrufezeichen lauf mal ist. Zurück, lauf mal zum Bahnsteig. Dann aktivierst du nämlich den Schnellreiseport. Siehst du? Wo ist denn der Schnellreiseport? Da, wo wir Claptrap gefunden haben. Ich laufe mal wieder komplett zurück. Ja, das ist zeitsparender, als wenn wir jetzt zusammen hier loslaufen, weißt du? Okay. Oder einen auf LPT machen. Da bleiben wir lieber Ego und sparen Zeit. Okay. Oh, hier ist eine Blutkiste. Wollte ich am Anfang. naja. Gut, war nur Scheiße drin. So. Jupp, ist aktiviert. So. Granaten bekommen. Wir sind alle Teil des Ganzen. Besorge jede Menge Claptrap-Bauteile. 100 Stück müssen wir jetzt finden. Das war ja fast klar. Dann machen wir schnell die Reise. Ich sehe gerade eine Lootkiste. Aber dafür muss ich runterspringen. Da ist sowieso Scheiße drin. Okay. Loot, Loot. Okay, Loot, Loot. Nein, ich hab's jetzt nicht gemacht. The Dividing Falls. Oh, wir kommen ihm näher und immer näher. Bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet, wa? Eine Claptrap-Statue. Oh, und Läden. Selbst der beste Schuss in den Mann getroffen. Drum sollte dein Schuss
Was? Was denn? Was gibt's hier? Ich hab grad die Schränke aufgemacht und jedes Mal, wenn ich einen aufgemacht habe, ist ein neuer Schrank dazu gekommen. Hat doch auch was. Ich hab ein bisschen Lust, dachte ich. Sirene, Berserker-Sirene, nix für einen Soldaten hier. Ach, halt doch die Klappe, Clip-Trap. Dein Ernst? Ich laufe hier nach hinten und hier ist einfach nur eine Munitionskiste. Größte Verarsche aller Zeiten. Ich hab schon gedacht, ich krieg jetzt eine Lootkiste. Ich komme tau. Ja, mach mal langsam. So, was steht hier? Turtles all the way down. Achso. Ich find's übrigens schön, wie du die Gegner einfach ignorierst und die uns ignorieren. Moin Jungs, wo geht's denn hier weiter? Könnt ihr mir das... Ah, Gott. Könnt ihr mal recht nah ran gehen. Aber nach einer Zeit war ich denen anscheinend doch ein bisschen zu nah. Ich guck mal, wie die Karte aussieht. Ja, geh du mal gucken, wie die Karte aussieht. Das mach ich nicht. Oh, ach du Heilige. Das ist mal ein Riesenkomplex. Wir müssen rechts entlang über die Brücke, ne? Rechts entlang? Wir können auch links entlang über die Brücke. Das stimmt. Ich geh links rum. Ich geh auch links rum. Okay. Wir müssen jetzt zusammenlaufen. du machst das, ne? Warte mal. Aktivier mal die Quest mit den Reifen. Was mit dem? Nee. Hat doch brennendes Gummi, aber Hyperion Dump. Das hier? Ja, gut. Ja, da müssten wir rennen zurück wahrscheinlich, oder? Höchstwahrscheinlich. Naja. Machen wir erstmal das irgendwie. Was machst du da? Granaten werfen. Oh, ich will. Granaten werfen ist ein Hobby von mir. Man muss dazu sagen, dann müsste meine heutige Speed-Folge dazu sehen, um das lustig zu finden. Auch noch Werbung im LPT machen. Genau. Ja, ich bin gerade auf der. Das ist meine Tour. Übrigens, solltet ihr auch unbedingt mal bei mir ins 4.3 Let's Play gucken. Ja, wenn die das hier sehen, ist es vorbei. Komm. Oh, nee. Doch. Schon lange. Aber ihr solltet definitiv mal ins 4.3 Let's Play gucken, wo man dann sieht, wie ich mich sowas von zu Tode erschrecke. Wenn ich ganz ehrlich bin, in Folge 3 habe ich sogar ein bisschen Herzklaspern gekriegt. Ja. Das ist so ein bisschen Art Attack, ja. Da ist mir durch die eine Situation tatsächlich so ganz kurz mal das Herz stehen geblieben. Das war übel. So wie bei mir, als ich die Königin in Fall of Fegel getroffen habe. So in etwa. Ja. Oder noch ein bisschen härter. Sehr viel härter. Also ich bin beinahe vom Stuhl gekippt, sagen wir es mal so. Ach, hier ist ein Leben. Jetzt machen wir mal... Jetzt machen wir mal kurz Sneaky-Mission hier. Ich stehe genau hinter einem Claptrap. Ja, jetzt hat er mich schon gesehen, natürlich. Weil ich hinter ihm stand. Ich frag mich sowieso, warum er nie schleichen kann. Vielleicht snipern? Also da, wo ich hier rumlaufe, sind keine Gegner. Faszinierend. Du, ich hab hier auch nur einen gehabt. Also einen so einen Claptrap. Ist das hier so? Der ist irgendwie seltsam, oder? Oh. Sind noch mehr? Noch mehr Leben. Aber es war die Stadt damals von denen. Möglich. Oh, jetzt kommen. Ah, jetzt kommen die Claptraps langsam raus. Nicht nur Claptraps, sondern Banditen. Banditen? Ja, vielleicht ein Gegner. Ach, jetzt bin ich runtergefallen. Na toll. Super, damit habe ich nicht gerechnet. Läuft da gerade ein Claptrap lang. Wie kann ich sie denn heute ermorden? Ach, da steht ja noch einer. Verlieren alle so viel Loot. Echt, jeder Claptrap, ich wollte es auch gerade sagen, jeder Claptrap verliert irgendwie eine Waffe oder sowas.
ja gar nicht. Sag mal, wie viele Clipshots sollen da noch rauskommen? So, ich komme jetzt mal zu dir. Oh Gott, der will explodieren. Oh. Hinter mir! Wow! Die erste Runde gibt es nicht. Krass, was hier rumliegt. Ja, und übrigens die Brücke, die ich erwähnt habe. Über die kommt man nicht rüber, glaube ich. Ist ja die Weihnachten! Ah, doch, kommt man rüber. Ist gut, ich hab's nicht erwähnt. Das ist nicht dein fucking Ernst, oder? Was zum Teufel? Wenn es niemals hierher kommt, und jetzt... Ich hab's geschleudert. Oh, ich hab's geschleudert. Was? Oh. Abgehärtete Alphas. Gugtrap. Oh. Hast du Flügel oder so? Och, ich sammle hier immer noch lustig Loot ein, also. Okay, das hilft. Überleg gerade, wie ich wieder hochkomme. Gar nicht. Ich muss da jetzt für immer versauern. Jetzt brauche ich keinen Arzt mehr. Dachte gerade, der Claptrap hier lebt noch. Wie alle einfach mal in meiner Gegenwart einfach umkippen, weil ich Feueraura habe. Wo bist du denn? Ach, da unten. Ja, eine Kiste hat mich hier runtergeschleudert. Juhu. Also, explodieren und nochmal Kisten. Das ist meine Feueraura! Das sind nicht die Gegner! Hat er gedacht, da hat er was Gutes. Ist nicht. Oh oh. Was denn oh oh? Halbtückischer Säureskack, der ein bisschen riesig ist. Aber schnell gut. Ja, haben wir drauf gekloppt. Hier ist noch einer. Seh das hier oben. Achso, du erfreust dich da oben, ja? Ja, ich klopp hier weiter. Da ist aber eine Lootkiste. Was sagst du dazu? Herzlichen Glückwunsch, bring mir was mit, wenn was Gutes drin ist. So, ich habe hier eine Sniper mit 251 Schaden plus 4 Gift. Das macht nichts. Das ist echt cool, aber nicht so gut wie meine. Ich nehme sie trotzdem. Und das war's. So, wie komme ich hoch? Oh, das hat weh getan. Alter! Meine Aura schleudert mich herum, weil hier überall Kisten sind. Alter! Pass! Ich hasse Kisten. Echt, passiert das gerade immer noch? Ja! Wenn ich jemanden abschieße, habe ich doch meine Feueraura. Ja, ja. Und um mich herum kriegt alles Feuerschaden auf Kisten. Dann hoffe ich mal für dich, du schaffst es. Ja, klar. Weißt du übrigens nicht ganz genau, wo ich hier gerade hin muss. Ich laufe gerade die ganze Zeit einfach weiter. Was völlig falsch ist. Gefunden. Ja. Ich laufe gerade die ganze Zeit hier über diese Brücke und laufe weiter und das ist völlig falsch. Warum sagst du mir das nicht? Läufst du auch da lang? Wir müssen doch in die Stadt. Ja, ach, habe ich jetzt auch gemerkt. Ich habe nur auf der Brücke mal kurz geguckt, nach dem Rechten geguckt und dann bin ich halt runtergeflogen, weil mir da Aura eine Kiste zum Explodieren gebracht hat. So ein Bullshit, ey. Vermutlich sind da unten noch mehr Lootkisten. Denke ich jetzt mal. Oh, ich habe einen Klapptrap gesehen. Ah! Das ist großartig! So, da hinten ist die Brücke, ich sehe sie. Ich bin Arzt, kein Mechaniker. Dr. Nett.
Du was? Dr. Nett ist ein, so heißt das DLC auch. Echt? War das nicht, war das Dr. Nett der mit dem Hobby? Nee. Oder? Oh, hinter mir, Alter. So, das war's mit Dr. Nett. Dr. Nett war doch der Arzt, den wir irgendwann getroffen haben. Oder war das Dr. Z? Irgendwas haut mich. Verwirrt. Das ist großartig. Ganz verrückte Welt. Moment, ich kann ja mal ganz kurz nachgucken und auf meinen Spickzettel schauen. Das ist eine gute Idee. Moment. Was war denn... Tatsächlich, The Zombie Island of Dr. Nett. Hast du recht. Das ist verrückt. Das haben wir getötet. Können wir das DLC nicht mehr machen. So ein Mist aber auch. Naja. Nee. Warte mal. Was? The Zombie Island of Dr. Nett. Wahrscheinlich, weil wir ihn jetzt getötet haben, wird er dann zum Zombie und deswegen... Nein. Ich glaube, weil normalerweise hat er tote Charaktere wiederbelebt, der hier Dings da. Der Claptrap. Die Frage ist jetzt, ist Zed der Doktor, oder Ned, das ist jetzt unser Zed, der Doktor? Oder wie heißt unser Doktor? Warte, das muss ich jetzt mal kurz googeln. Verwirrt mich gerade. Borderlands Zed. Also Zed war wirklich unser Arzt. Und das, der Typ hier heißt Ned. Also ich denke mal, dass der gute Doktor Ned... Wie ein Kollege ist von dem und wir erfahren wahrscheinlich bei Zombie Island mehr von ihm, töten ihn da und dann wird er hier wieder erweckt. Möglich. Ja, ist zu kompliziert, ich scheiß. Ich töte ihn zweimal. Hat er irgendwas Gutes verloren? Nö, hat er nicht. Gar nichts. Ja, dann würde ich sagen, was ist für heute? Ja. Mit Borderlands und wir sehen uns am morgigen Tage wieder, das ist wahrscheinlich ein Samstag ist. Hab ich jetzt einfach mal geraten. Das ist definitiv geraten. Ja, haut rein, ciao. Tschüss.